Ich bin in Moskau geboren. Aber ich kann mich an nichts aus dieser Zeit erinnern. Die alte Welt wurde in den Flammen des nuklearen Feuers vernichtet, als ich noch ein Kind war. Zusammen mit 40.000 anderen rettete ich mich in die Metrostationen, tief unter der Stadt. Seitdem sind 20 Jahre vergangen. Und der Aufstieg in die Umarmung eines endlosen Winters ist nur wenigen tapferen Seelen vorbehalten. Die Metro wurde zu unserer Heimat. Und zur Festung gegen die albtraumhaften Mutanten der Tunnels. Wir hatten jedoch nie die Hoffnung aufgegeben, an die Oberfläche zu können. Doch eines Tages tauchte eine neue Bedrohung auf. Und so fanden wir uns in einem Krieg wieder, der unsere Existenz bedrohte. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen, hier der Chrom. Und wir spielen gemeinsam Metro 2033. So, viele haben sich ja nach dem Stalker-Let's Play gewünscht, möchte ich fast sagen. Ja, ich wurde sehr oft gefragt, ob ich Metro auch Let's Playe, und die Antwort lautet, ja, wie ihr ja spätestens jetzt seht, ja, ich spiele Metro. Ich spiele es allerdings blind. Ja, ich habe das Spiel schon ungefähr 2 Jahre auf dem Rechner liegen, bin aber bis zum heutigen Tag noch nicht dazu gekommen, das mal zu spielen. Nein, habe ich einfach keine Zeit dafür. Schön, aber jetzt ist es endlich soweit. Ich kann es endlich mal spielen und freue mich schon wie ein Schnöckchen nicht darauf. Passt ja eh gut, wir haben ja eh gesehen, es ist nuklearer Winter. Und deswegen passt der Schneekönig ja auch recht gut. So, Optionen habe ich schon mal eingestellt. Ich habe es auch schon mal kurz angetestet, ob alles läuft. Läuft alles, Aufnahme ist auch gut. Sound und das passt auch gut. Ich habe Untertitel eingestellt, Sprache ist in Deutsch. Untertitel deshalb, wenn mal ein Schussgefecht oder sowas sein sollte und gequatscht wird, damit ihr das auch schön mitbekommt, was da auch gequatscht wird. So, habe ich sonst noch was zu sagen, außer M? Ich glaube M nicht. Wir starten einfach mal ein neues Spiel. Ja, möchte ich. Wie gesagt, ich habe es ja mal kurz angetestet. Und wir spielen den Schwierigkeitsgrad. Nein. Ranger Hardcore. Spielen wir. Ja, ihr kennt mich, wenn ich hier ein Spiel in die Hände bekomme, das irgendwie nur ansatzweise aus russischer Hand stimmt ja nicht ganz, ist ja von THQ, die ja auch schon für Stalker verantwortlich waren. Aber wenn es um irgendein Spiel geht, das irgendwie in Russland spielt, dann gibt's für mich nur Hardcore. Beziehungsweise nur den härtesten Schwierigkeitsgrad. Ich habe in den Optionen auch Fadenkreuz und Laserpointer ausgestellt. Das heißt, für uns gibt es nur Kimmer und Korn. Wie auch in Stalker. So. Achtung, Sie beginnen jetzt ein neues Spiel im Ranger Hardcore-Modus von Metro 2033. Dieser Modus stellt die ultimative Herausforderung dar und sollte nur von erfahrenen Spielern gespielt werden. Ich habe alle 3 Stalker-Teile auf Meister durchgespielt. Um eine noch intensivere und realistischere Simulation zu erschaffen, gibt es im Ranger Hardcore Modus keine Bildschirmanzeigen, keine Hinweise und kein Zielkreuz. Wie viel Munition Sie haben, können Sie nur erkennen, wenn Sie auf Ihre Waffe oder in Ihr Journal schauen. Zusätzliche Patronen sind nur selten zu finden, Angriffe durch Feinde sind erbarmungsloser und vernichtender, Sie werden nicht überleben. Ja, das werden wir noch sehen. Vorgeschichte. Der Tunnel wurde kälter. Mila und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern
um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen? Das werden wir sehen. Hey, Artyom, als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Tja, keine Ahnung. Bin ich mir auch nicht sicher. Oh, die Leiter sieht ja nicht mehr. Hab dich. So, ah, verflucht. Ah. Dankeschön. Ach du Scheiße. Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Ja, ist ja wunderbar. Psch, 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 psch. Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor, ich decke dich. Oh, da können wir sogar benutzen. Nicht. Schön. Können wir hier was benutzen? Nö. Ja, wie gesagt, ich habe gerade... Ich gebe dir Deckung. Bis zu dieser Tür habe ich gespielt. Was nach dieser Tür auf uns wartet, da habe ich schon keine Ahnung mehr. So. Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. Was? Manuelles Hilfssystem? Das Rad, vermute ich mal. Artyom, schau in diesen Kisten nach Moon und Medipacks. Da liegt eine AK. Ja gut, brauche ich jetzt aber nicht. Munition, 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 bereit, Munition. Artyom, mir nach. Yeah, so viel Munition. Da laden wir doch gleich mal unsere Waffe. Auch noch eine Tür. Ventilationssystem. Sieht zumindest so aus. Können wir hier was machen? Oh. Huch. Oh. Entschuldigung. Ich schalte wieder ein. Okay. Wieder alles gut. Ich weiß nicht. Oh. Und hier sollten wir wahrscheinlich nicht runterfallen. So. Okay, auf nach oben. Ist das eine gute Idee? Mhm. Anscheinend kann er zu Hause. Ja, ist auch besser so. Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske anlegen. Ohne sie bist du wie ein Fisch auf dem Trockenen. Wir sind fast da. Dies ist das Korolev-Theater. Es ist ganz nah am Tor. Oh, Gasmaske. Beziehungsweise heißt ja Atemschutzmaske eigentlich, wenn man es korrekt betrachtet. Lade deine Waffe. Hab ich schon. Da kommen sie. Oh. Alter. Was ist das für ein Viech? Oh. Oh. Alter Schwede. Wow. Alter, geh weg! Versuchen wir es mal mit Sie! Ich hab doch gerade so viel Munition aufgenommen. Artyom! Lass uns gemeinsam ziehen! Ich kann irgendwie meine Waffe. Ja, wart mal, ich kann meine Waffe nicht laden. Warum Hilf kann mir ich mal, meine. Artyom. Ich kann meine Waffe nicht laden. Warum nicht? Moment, dann hole ich mir aber die AK hier. Wenn ich schon meine Waffe nicht laden kann. Sieht zumindest aus, als wenn die ein volles Magazin hätte. Kann ich die laden? Ja, die kann ich laden. Oh, das ist aber auch schon ziemlich leer. Ist ja super. Wir haben doch gerade so viel Munition aufgenommen. Ich habe auch gerade keine Anzeige. Hilf mir mal, Artyom. So, was haben wir denn noch? Wir haben Gasmaske, wir haben eine Uhr. Oh, und ich sehe jetzt, 14 Schuss haben wir. Oh, das ist ja super. Was sollen wir denn mit 14 Schuss ausrichten? Gerade mal ein halbes Magazin. Liegt hier nicht noch irgendwo Munition rum? Ich hätte gern noch ein bisschen
Munition. Oh, da liegt einer. Kann ich da rein? Oh, der hat noch Munition. Und einen Filter für die Atemschutzmaske. Der hat auch noch einen. Haben wir jetzt mehr Munition? Ich guck mal. Eins? Keine Ahnung. Hilf mir mal, Artyom! Was ist jetzt? Jetzt haben wir 15. Ach, wir haben einen Schuss gefunden. Yay! Jetzt haben wir genau ein halbes Magazin. So, also soweit ich weiß, sehen wir an unserem Bildschirm. Ihr seht ja, dass hier da unser Visier so ein bisschen anläuft. Und je mehr das anläuft, desto weniger nützt sozusagen der Filter der Atemschutzmaske. Ja, und die Uhr zeigt uns das auch noch. Hilf mir mal, Artyom! Glaube ich zumindest. Bereit? So, ja, bereit. Drücken Sie mehrmals schnell hintereinander E. Zieh! Und? Zieh schon! Ach, au! Verflucht! Naja. Raus hier! Aber es ist draußen. Ist ja auch schon mal nicht so schlecht. Ich zieh mir mal kurz. Und hier ist es, Artyom. Unser Ziel. Ich kann mir gar keine neuen Filter aufsetzen. Ullmann, bitte kommen! Ende! Ich höre Sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe aufgeweckt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende. Verstanden. Wir kontaktieren Sie wieder, wenn wir oben auf dem Turm sind. Holen uns einen Überblick dort. Ende. Ja, wir sind eindeutig am Turm. Das ist ein großer Turm. Gehen wir. Die anderen müssten bereits hier sein. Wollte ich gerade sagen, gehen wir. Es dauert mir alles ein bisschen zu lange hier mit der Kälte draußen rumstehen. Und Artyom atmet ein bisschen schwer. Was sagt denn unsere Uhr? Hat und da sind sie. Alter, wie geil ist denn das Gerät? Mit Geschützturm. Yay. Das ist endlich mal awesome. Bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Was ist was? Bildet einen Kreis! Ach du Scheiße! Ruhig! Ach du Scheiße! Ja. Achtet auf eure Kehrseite, Jungs! Alter! Ja, anscheinend wird es härter als in der Bibliothek. Alter! Alter! Geh weg! Geh weg! Auf mein Zeichen! Alter, was ist das? Oh, Alter! Alter, meine linke Flanke ist offen. Au! Alter! Meine Waffe ist leer! Meine Waffe ist leer! Shit! Ja. Oh, verdammt! Ah! Ich hatte erwischt! Ah, oh, Scheiße! Dämonen! Alter! Ach du! Oh! Verdammt. Acht Tage vorher. Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten,
wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Drücken Sie E, um die Szene zu überspringen. Mache ich jetzt nicht. Alter Schwede, hier geht's ja schon gut ab. Und gut ist auch, dass ich gerade am Quatschen bin, denn Musik, ihr wisst es ja wahrscheinlich eh, ist in Videos ja nie so besonders gut. Da hat YouTube ja nämlich gleich was dagegen. Ja, und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet, dass ich hier Stalker, dass ich hier Metro jetzt spiele oder nicht. Ihr könnt auch gerne das Video bewerten. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt oder auch einen Daumen runter. Je nachdem, ob es euch gefällt oder nicht. Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Das scheint wohl unser Zimmer zu sein. Wir können die Lampe abschalten. Super. Und hier, wen haben wir hier? Ich würde fast wetten, das sind sicher ein paar der Programmierer. Würde ich fast drauf wetten. Baupläne von Gewehren. Naja. Gut. Oh, was haben wir denn hier? Gitarre. Blüm. Dim, dim, dim. Dalim. Erinnert ja ein bisschen an Stalker, muss man ja sagen. Oh, der pennt hier. Alex. Ja, Nikolai. Scheiße. Schweine. Krankheiten. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht und gebe nicht. Hallo, Artyom. Hallo. Was haben Sie vor? Sie jagen. Der schläft ja auch eine Runde. Das ist nicht mal lustig. Der hat da ein Gewehr liegen, das will ich haben. Oh. Dachte schon, da kommen wir rein. Niemand zu Hause? Nö. Hier jemand zu Hause? Nee. Ich höre ein Kind weinen. Ah, ich kann mir vorstellen, das ist nicht einfach. Ein nuklearer Winter, alles zerstört, eigentlich keine Hoffnung mehr und dann noch solche Mutanten. Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Was können wir? Niemand zu Hause! Oh, Entschuldigung. Na, wie geht's? Die werden uns alle umbringen. Okay. Also, wir werden sehen, was Hunter sagt. Ja, Hunter wird wahrscheinlich das Gleiche sagen. Sergei! Habt ihr meinen Sergei gesehen? Hallo, Artyom. Alles wird gut. Letzte Nacht wurde noch eine Patrouille angegriffen. Mami, müssen wir noch lange warten? Ich verstehe. Gehen wir, aber bleiben Sie ruhig. Oh, da gibt's wir sogar müssen Kinder. Die Ordnung aufrechterhalten. Alter, da gibt's sogar Kinder. Was ist mit Petro? Alexei? Er war am Außenposten. Alexei, ah, du bist es. Gesehen? Der Hauptmann sagt, er sei in Ordnung, aber ich hoffe, er lebt noch. Komm herein, Alex. Hallo, Artyom. Hallo. So, ja. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich habe den Mausbeat auf das Niedrigste gestellt, um euch ein bisschen Motion-Sickness zu ersparen. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Wenn ich jetzt auf meinen normalen Mausbeat spielen würde, wäre das ungefähr so. Führt das zum Tod. Nein, aber ich will ja natürlich, dass es ihr angenehm zum Schauen habt. Und auch, Alter. Der wurde aufgeschlitzt von oben bis unten. Alter, muss ich das sehen? Nee. Oh, wir sind hier. Krankenstation? Ist das Krankenstation oder Leichenschauhaus? Nee, die bewegen sich noch. Alter. Alter Schwede, aber der ist eindeutig tot.
Komme nicht dran. Was? Ich komme nicht. Nein. Nein, nee, bleiben denn? Sie von mir weg. Was denn? Ich gehe lieber weiter. Alter. Was ist denn hier los? Ich verstehe irgendwie noch gar nichts. Was zum Teufel? Wer kann das sein? Mutant, klopfe nicht an. Öffne das verdammte Tor. Das ist ein Argument. Mutanten klopfen nicht an. Oder wahrscheinlich eher selten. Hallo. Willkommen, Hunter. Danke, und jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Hallo. Also, Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Nicht viel. Das meiste ist von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen. Tote? Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musste ich an dich denken. Oh, vielen Dank. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Die Schwarzen Eindringlinge im Hauptluftschacht! Sie kommen von was oben! Was war das? Scheiße! Das hat uns noch gefällt! Hier, direkt hinter der Wand sind Verwundete. Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, Hunter, wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Artyom, hol dir schnell eine Waffe. Ja, wo denn? Ah. Waffe, Medipack und... Ja. Verdammt, so weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen. Es ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. Hier kommt doch keiner rein, oder? Oder wie? Stell mich mal da oben hin. Oh, jetzt sind die. Wow. Das sind wieder diese Viecher. Oh, da ist noch einer. Noch einer. Still. Alter. Wow. Still. Schnauze. Ruhe. Es ist hoffnungslos. Oh. Ruhe. Alter, ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr. Artyom, bist du okay? Ja. Natürlich ist er das. Unkraut vergeht nicht. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnelmist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosalis auch wie Ratten geflohen. Die sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus, der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe, mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört.
Die Schwarzen! Sie haben den äußeren Wachposten zerstört! Weiß der Teufel, was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polizeistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlass mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis! Verstehst du? Hunters Hundemarke. Die Reise beginnt. Hunter war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Und wie unsere Reise beginnt, das sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Metro.